Hallo, liebe Freunde von Avia TV. Wir grüßen Sie aus Oberwiesenthal. Oberwiesenthal, was ist denn da überhaupt los? Naja, wir sind schon für die eine oder andere Überraschung gut. Hier gibt es die sächsischen Landesjugendspiele. Und das ist nicht nur Skispringen, sondern auch Biathlon, Alpine, Langlauf etc. Und etwa 600 Kinder und Jugendliche, die üben hier und trainieren nicht nur, sondern laufen und springen um das Podest. Etwa 120 Kampfrichter sind dabei und wir auch. Und wir haben gehofft, dass wir hier eine junge Dame wiedersehen, die wir in Geier gefilmt haben. Und tatsächlich, die Lia Böhme ist auch dabei. Und Flo, unser Kameramann, der hat sich schon mal ein bisschen umgeguckt zur Einstimmung. Der Schwerpunkt ist heute Abend eine Talkshow mit zwei Weltmeistern und Olympiasiegern, unter anderem Jens Weißflog. So, und jetzt wissen Sie auch, weshalb wir hier sind. Liebe Freunde, ich war vorgestern, zur Eröffnung des Berliner Sechstagerennens. Wer weiß, was das ist? Radfahren auf der Bahn, okay. So, da waren Olaf Ludwig, da war Erik Zabel, da war Jens Vogt. Die meisten von euch kennen die überhaupt nicht. Und der Olaf Ludwig hat auf eine Anfrage gesagt, weshalb er das macht. Er ist bald 60 Jahre alt. Der hat gesagt, ich möchte nicht vergessen werden und ich möchte, dass der Nachwuchs daran erinnert wird, was man alles leisten kann. Zig Etappen gewonnen, Tour de France etc. etc. Es geht immer darum, dass die Verbindung zwischen dem Nachwuchs und denen, die schon sehr viel geleistet haben, hergestellt wird. Und ich hoffe, dass das auch euer Interesse findet und dass sie vielleicht auch ein bisschen oder dass ihr ein bisschen neugierig seid und dann wollen wir sehen, was wird. Also, kommen wir zur Sache. Da hinten sitzen die Rennrodler. Natürlich haben wir jemanden eingeladen. Du auch? Na, dann macht euch mal frisch. Ich frage euch was hier. Ja, okay. Ja. Kennst du den Thorsten Wustlich? Nee. Wer kennt ihn? Na komm her. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob du geschwindelt hast. Was hat er gemacht? Rennrodeln. Richtig, und? War er Einsitzer oder was? Ja, jetzt wird es schon schwierig. Der war Doppelsitzer. Du hast das gewusst? Ja? Und er war fünffacher Weltmeister. Und der war Olympiazweiter. Und hier ist er, Thorsten Wustlich. Wo ist er? Normalerweise war er eben noch am Essenstand. Ja. So, hast du dich gestärkt? Gestärkt. Dann darfst du dir Platz nehmen. So, wer ist der erfolgreichste Skispringer Deutschlands? Ganz laut. Wollen wir reinlassen? Jens, du darfst reinkommen. Oh, habt ihr das gesehen hier?
Aber das war kein Telemark in der Landung. Ich habe es genau gesehen hier. Wo sind die Skispringer? Hier vorne. Ja, ihr könnt gerne noch ein bisschen weiter nach vorn kommen, weil das Herzstück unserer Talkshow ist natürlich das Skispringen. Sonst wäre der Jens Weißflug nicht hier. Über Rennrodeln reden wir natürlich auch. Jens, wer außer dir hat die Vierschanzentournee gewonnen, ist Olympiasieger, ist Weltmeister und hat den Gesamtweltcup gewonnen. Meldest du dich immer noch? Wirklich? Du weißt das? Da bin ich aber gespannt. Ritchie Freitag. Also, das war nicht richtig, aber das kann noch passieren. Ja, aber das war... Ist noch jemand, der sich meldet? Komm her. Du sagst jetzt Wellinger, oder was? Nee? Okay. Komm ich doch. Können wir stehen lassen. Und die anderen? Okay, dann lassen wir den Jens antworten. Vielleicht weiß er das zufällig. Morgenstern, Nykänen, wer war es noch? Bredesen. Bredesen, genau. Und das dürfen sie gewesen sein. Mittlerweile fünf. Mittlerweile fünf. Also, das dokumentiert, er ist körperlich nicht der Größte, aber eigentlich doch der Größte. Jens Weißflug. So, ihr seid beide online. Jetzt sind wir online. Und jetzt kommen wir zur Sache. Thorsten, Rennrodeln. Muss man dazu geboren werden? Also ich bin eigentlich, sagen wir mal, die erste Station bei Langlauf ausgewichen. Ich habe ein Jahr Langlauf gemacht, aber dann habe ich schon gemerkt, das ist für mich zu anstrengend. Stopp, kein Vorbild für die Langläufer, okay? Weitermachen. Ich suche mir lieber was Ruhigeres, wo ich mich hinlegen kann. Aha. So, und da bin ich zu Rodeln gekommen. Gut, na? Aber... Spaß beiseite. Aber das Hinlegen ist ja auch nicht so einfach. Da liegt ja einer drauf, der so relativ schwer Richtig. Ist. Ja. Nein, also früher zu Sichtungszeiten haben mich die Sportlehrer von Oberwiesenthal hier oben gesichtet in Bernstein. Und dazu bin ich zum Rodeln gekommen. Aber ich war wirklich ein Jahr im Langlauf, aber... Ja, ich war nicht groß genug, ein bisschen schwer gewesen früher. Ne? Und deshalb bin ich dann zum Rodeln gekommen. Von der Größe könntest du auch Skispringer sein, ne? Ihr nehmt euch nicht allzu viel. Ja, vom Gewicht bisschen, her darüber bisschen reden. Bisschen mehr Gewicht. Ja. Jens Weißflug, du hast noch Lebendgewicht oder Wettkampfgewicht? Nee, bei Weitem nicht. Also, wobei, ich kenne jetzt nicht 100% die aktuelle Regel BMI und Skilänge, also 145% zur Skilänge darf die zur Körpergröße darf die Skilänge betragen, aber aktueller BMI dürfte bei 22 sein. Ja, richtig. Da komme ich mittlerweile hin. Richtig fett. Ja. Ich wundere mich eigentlich ein bisschen, dass er hier ist. Wer weiß, was so ein Planetoid ist? Wer weiß denn das? Das ist so etwas, was inzwischen den Planeten rumschwirrt um die Erde. Und da gibt's. Ja, komm, sag's. Einer, der um die Welt reist? Im Weltall. Um die Welt. Die Welt ist aber ziemlich groß. Ne? Ja? Ein Astronaut. Ein Astronaut. Naja. Also, der Jens kann uns aufklären. In dem Planetoiden sitzt ja keiner drin. Nee, in dem Planetoiden, der Weißflug heißt und zwischen Jupiter und Venus rumfliegt, sitzt keiner drin. Es ist einfach so ein Gesteinsbrocken, den irgendwann mal jemand Weißflug genannt hat. Ja, irgendwann. Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Möchte jemand von euch, dass sein Name, also... Sag mal, neuer Planet oder neuer Stern oder sonst was hier. Möchte das einer von euch? Da muss er aber noch sehr viel tun dafür. Sehr viel tun. Das reicht noch nicht. Ja. Wer ist denn drauf gekommen? Das war ein Hobby-Sterngucker, sag ich mal. Hobby-Astronomen, so heißen die, ne? Aus der Volkssternwarte in Drehbach. Und die haben gesagt, also es gibt ja immer wieder welche, die neue Planetoiden
etc. entdecken. Und die haben gesagt, also es wäre doch was Tolles, wenn dieser Planetoid den Namen Weißflug erhält. Also der hatte ja auch was mit Fliegen zu tun. Und dieser Planetoid, der fliegt da eben auch rum. Und das passt irgendwie zusammen. Die haben das dann beantragt. Das muss bei einer bestimmten Stelle getan werden. Und so kam das dann. Okay, lass ihn schwirren. Genau. Thorsten, bist du schon mal von der Schanze gesprungen? Nein. Das ist auch gut so. Warst du schon mal auf dem Rennrodel? Auf dem Hörnerschlitten, ja. Hörnerschlitten. Also, wer nicht auf einem Rennrodel gesessen ist, der weiß nicht, was Angst ist. Also, gut, ist vielleicht nicht vergleichbar mit dem Skispringen, aber mein lieber Mann, ist nicht so einfach. Ich würde es auch nicht freiwillig machen. Ja, er geht ja auch nicht freiwillig von der Schanze. Das ist richtig. Jens, du verfolgst natürlich das ganze Geschehen absolut. Was sagst du zu den deutschen Springern? Das also ist eine tolle Reporterfrage. Die Entwicklung der letzten Jahre hat sich quasi positiv fortgesetzt, wobei wir ja erst mitten in der Saison sind und mit einem tollen zweiten Platz bei der Vierschanzentournee, mit einem tollen dritten Platz bei der Weltmeisterschaft kann Olympia, ich will nicht sagen, nur noch die Zugabe sein, aber es hat schon mal positiv angefangen. Also ich sehe das ein bisschen anders. Egal, was geschieht, hört ihr mir zu, egal, was geschieht, was Richard Freitag geleistet hat, ist einen riesen Beifall wert. Und da der Rich heute in Zakopane ist, sein Bruder ist hier, der Christian. Christian, hörst du mich? Wenn du mich hörst, dann komm mal bitte etwas nach vorne. So, das ist der Christian. Einige von euch kennen ihn. Er hat ja hier im Sport in Oberwiesenthal einiges zu sagen. Man kann auch sagen, er ist der Boss. Christian, halt uns mal auf dem Laufenden. Heute ist in Zakopane was geschehen. Ja, erfolgreich würde ich sagen, mit Platz 2 im Team kann man immer nur den Hut ziehen, was die Jungs da für eine Leistung bringen. Und ich habe heute an der Schanze viele, viele Nachwuchssportler und Sportlerinnen beäugen dürfen. Großen Respekt, was die Kleinen da gebracht haben. Ja, kann ich auch nur den Hut ziehen und hoffen, dass da einer vielleicht auf die Spuren von meinem Bruder und auf die Spuren von Jens folgen wird. Das wird ganz bestimmt geschehen. Übrigens ist das eine ganz tolle Familie. Der Papa, der Holger, war ja auch Skispringer, hat einen Weltcup gewonnen. Die Mama, die Diana, zittert wie Espenlaub um Selina, das ist die Schwester, und die startet bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Das ist für euch auch ganz wichtig. Manchmal geht das relativ schnell. Da träumt man noch von irgendwelchen Erfolgen. Und dann, wenn man richtig dabei bleibt, dann geht das ganz schnell. Jetzt will ich mal eine andere Frage stellen. Wer von euch hat kein Vorbild? Wer hat kein Vorbild? Das ist so gut, dass alle ein Vorbild haben. Wer von euch, das betrifft sicher nicht nur die Springer, sondern das betrifft die Erfolge. Gleich. Wer von euch hat Jens Weißflug als Vorbild? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aus Solidarität, hebt doch mal noch mit die Hand. Ja, Riesensportler, na bitte, geht doch, jawohl. Na. Nächste Frage. Ist zufällig, rein zufällig, eine gewisse Lia Böhme hier im Zelt? Lia Böhme. Wenn das der Fall sein sollte, dann bitte ich Sie nach vorn, wenn sie nicht zu schüchtern ist. Ja. Ah! Wo kommst du denn her, Lia? Hintenrum. So, jetzt will ich euch was erklären. Wir beide haben eine Art Fernsehproduktion in Gaia gemacht. Richtig? Ja. Was war in Gaia? Ein Sachsenpokal. Und da hat die Lia wie abgeschnitten? Ich habe den zweiten Platz. Und was war heute, Lia? Ich habe den ersten.
Platz gemacht. Jetzt bist du ein bisschen schüchtern, das kann ich verstehen, so viele Leute hier, aber ich bin doch bei dir, kann da nichts passieren. Außerdem haben wir in Geier geübt. Wie weit bist du gesprungen? 2x50,5 Meter. 2x50,5 Meter, ist das sehr weit, Jana? Ja. Wie weit kann man auf der Schanze springen? Den Beifall, kommt, den Beifall, den holen wir uns ab hier. Wie weit kann man auf der Schanze springen? So 56. Und das machen die Jungs? Ja. Aber denen zeigst du es nachher. Ich habe dir versprochen, dass wir deine Laufbahn ein bisschen verfolgen. Das ist auch stellvertretend für euch alle. Wer den Nachwuchs nicht ehrt, ist den Erfolg nicht wert. Wer im Nachwuchs nicht energisch dabei ist, wird auch nie etwas werden. Die Lia könnte euch erzählen, wie hart sie trainiert, wie hart sie arbeitet. Liegt auch ein bisschen an dem Papa. Der Papa ist Vorspringer und ist immer mit der Peitsche dahinter, ne? Ja. So, aber das brauchst du eigentlich gar nicht. Lia, schön, dass wir uns hier noch wieder getroffen haben und ich verspreche dir, wir sehen uns wieder. Mach's gut, Dankeschön. Lia Böhme. So, meine Herren, apropos Training. Macht ja nicht immer Spaß, Jens, ne? Oder hat nicht immer Spaß gemacht? Nein, keinesfalls. Also Training ist ja auch anstrengend oder kann anstrengend sein, aber es musste wie so oft dann die Einsicht in die Notwendigkeit kommen, dass viele Dinge notwendig sind, wenn man mal ganz oben stehen will. Das sollte, egal ob das Alpine sind, ob das Langläufer sind, ob das Biathleten sind oder Rennrodler, das sollten alle beherzigen. Wie sieht das, Thorsten, mit den Rennrodlern aus? Ihr habt ja in Oberwiesenthal keine Bahn. Ja, also unsere Heimbahn ist drüben in Altenberg. Wir müssen dann, wenn wir Bahntraining haben, nach Altenberg rüberfahren. Die Athleten, die am Stützpunkt hier oben wohnen oder im Internat wohnen, die machen hier oben das Athletiktraining. Wir haben das Glück, dass wir eine Sommerrodelstraße haben, wo wir auch mal auf der Straße ein bisschen Rhythmus fahren können. Ja, aber ansonsten müssen wir die Strecke auf uns nehmen und die Bahneinheit dann drüben in Altenberg wahrnehmen. Aber das athletische Training wird dann hier oben absolviert. Jens, es gab zu DDR-Zeiten, da waren euch noch nicht mal zu denken, ne? Da gab es eine Kinder- und Jugendspartakiade. Und das war, glaube ich, vergleichbar mit den Landesjugendspielen. Jens, ist das so? Jetzt weiß ich nicht, wie viele die Spartakiade kennen. Zumindest finden die Landesjugendspiele an 2 Tagen statt. Ich glaube, die Spartakiade fand damals mindestens 1 Woche lang statt. Und es waren noch viel mehr Sportarten dabei. Trotzdem, egal ob man das Spartakiade nennt oder Landesjugendspiele, da bei diesen Wettkämpfen mit vorn dabei zu sein, überhaupt mit teilzunehmen, ist, denke ich, für jedes Kind, für jeden Jugendlichen ein tolles Erlebnis. Ich habe gestern Abend die Eröffnung mit dem Feuerwerk, also das gehört ja alles so ein bisschen mit dazu. Und ich denke, überhaupt solche Wettkämpfe, auch Organisationen so, da sollte man nochmal einen großen Dank sagen an all jene, die hier mitgewirkt haben. Das ist ein tolles Erlebnis für die Sportler und egal welchen Namen es trägt. Für jeden Sportler ist es schön, mit vorn dabei zu sein, auf dem Podest zu stehen. Oder vielleicht, wenn es nicht so geklappt hat, den Ansporn zu haben, beim nächsten Mal besser zu sein. Christian, der Jens war 2-facher Spartakiade-Sieger. Siehst du es auch so, dass der Sieger von heute und von morgen, dass der vielleicht, wenn er wirklich energisch dabei bleibt, eine große Laufbahn vor sich hat? Ich denke, jeder, der irgendwie sich über die Langlaufloipen oder die Schanzen wagt und seinen Alltag mit Sport füllt, kann irgendwohin seine Laufbahn entwickeln, ob nun bis zum Olympiasieger oder wie bei mir bis zum Kreismeister. Ja, man muss einfach dranbleiben, dabei bleiben und das bringt einen im Leben irgendwie weiter. Christian, einer in der Familie muss ja auch arbeiten, das nützt ja alles nichts hier, ne?
Der Papa ist ein erfolgreicher Arzt und die Mama zittert immer mit ihrem Nachwuchs, mit der Selina und mit dem Rich. So, Freunde, wer von euch hat eine Frage oder zwei Fragen an den Thorsten oder an den Jens? Wer möchte unbedingt was wissen? Komm bitte. Wie ist der Jens zu dem Sport gekommen? Wie die Jungfrau zum Kind, weiß ich nicht. Jens? Wie ich zum Skispringen gekommen bin, bei mir war es ähnlich wie beim Thorsten. Ich war erstens zu faul zum Laufen. Also ich bin ja in Pöhler aufgewachsen, das ist ein paar Kilometer entfernt von hier. Dort sind wir Ski gefahren, aber nicht wie wir das heute kennen, mit dem Lift hoch und dann Berg runter. Wir mussten damals noch den Berg hoch laufen. Der war natürlich wahnsinnig lang und groß. Also haben wir uns die Abkürzung genommen auf die selbstgebaute Schanze und sind da quasi hoch und runter. Und die irgendwann mal aufgestellte Bestweite von am Anfang 1 Meter, die ließ ich quasi in jedem Versuch überbieten. Und das war das Spannende für mich dabei, dass es quasi etwas Messbares gab, nämlich die Weite, die sich immer wieder verbessern ließ. Trotzdem habe ich dann mit nordischer Kombination begonnen, wo ja Langlaufen mit dabei war. Aber das Laufen selbst war nie meine Stärke. Sind Kombinierer hier dabei? Ja. Jens Weißflug ist für die Kombinierer kein Vorbild. Andreas Wellinger ist für die Kombinierer kein Vorbild. Die sind zu faul zum Laufen mehr. Aber für die Springer sind sie super Vorbilder. Und ich wünsche allen Springerinnen und Springer, die hier sind, dass sie mal so populär und so erfolgreich wie Jens Weißflug werden. Er ist nach wie vor ortsverbunden. Er wird sich für solche Veranstaltungen immer zur Verfügung stellen. Ich bin euch dankbar, weil ich weiß, das sind andere Generationen, ich sowieso, dass ihr so interessiert wart und dass wir das so hinbekommen haben mit euch, den Aktiven von heute und den Stars von gestern. Schönen Dank und alles Gute für euch.